Das Internet spinnt. Alle Meinungen sind ineinander verwoben und verflochten. Man könnte meinen, die Menschen sind im Netz des Hypes gefangen. Wie kleine Fruchtfliegen, wie heimlich. Ich rede über Spider-Man, Mann. Spider-Man. Das neue Spider-Man-Spiel ist vor wenigen Wochen released worden und alle Leute sind komplett ausgerastet. 10 von 10, Masterpiece, das Spiel wird in die Videospielgeschichte eingehen. Und dann schaue ich es mir an und denke mir, Leute, was habt ihr eigentlich in den letzten Jahren an Videospielen konsumiert? Last of Us und Life Strange? Oder wieso seid ihr so leicht zu begeistern? Ich meine nicht nur, dass das Spiel aussieht wie ein Rip-Off von Infamous oder Prototype. Nein, dieses Spiel gab es in dieser Form schon mal. Und zwar vor 18 Jahren. Auf der PlayStation 1. Alte Spiele, gute Spiele, neue Spiele, schlechte Spiele, sind wir alle so geplant, denn das war nicht wahr. Bevor Spider-Man bei uns richtig groß wurde durch den Film mit Tobey Maguire, der by the way der beste Spider-Man-Schauspieler ist. Nice. Hatte Klein Keggy bereits auf RTL 2 irgendeine Zeichentrickserie über Spider-Man geguckt? Ich kann mich absolut nicht an das Opening erinnern und eigentlich erinnert man sich bei solchen Serien hauptsächlich nur an das Opening, aber das ist schon ziemlich scheiße. Meine Kindheit, sie bröckelt. Es gibt ein Gefühl, mit dem ich diese Serie verbinde und das ist Trauer. Denn wenn ich damals mehr als 4 Stunden Unterricht hatte, konnte ich entweder die letzten paar Minuten der Folge sehen oder die Folge gar nicht sehen. Klein Keggy war nicht begeistert. Klein Keggy war sauer. Und du wolltest nicht, dass Klein Keggy sauer wird. Ich war ein richtiges Scheißkind. Und deshalb habe ich damals dieses wundervolle Spiel bekommen. Oder besser gesagt, ich habe ein paar Mark in die Hand gedrückt bekommen, bin in die Videothek gegangen, habe mir davon eine Raubkopie erstellen lassen und habe das Spiel wieder am selben Tag abgegeben. Das bleibt unter uns. Jemand verschießt ein Netz und schwingt sich daran durch den Himmel, um mit einem Rückwärtssalto auf dem Dach des Daily Bugle zu landen. Wer ist dieser maskierte Held? Spider-Man. Du bist es! Ich? Name? Peter Parker. Alter, Anfang, Mitte 20. Identität? Geheim. Aber da steht noch Spider-Man und direkt darunter Peter Parker. Da ist sogar ein Foto von ihm! Übermenschliche Kraft, Klasse 10, gleich 10 Tonnen. Ist das eine gängige Formel in den Marvel-Comics? So Dragon Ball-mäßig mit dem Scouter, wo man von jemand anderem die Stärke messen konnte? Peter Parker ist ein begabter und erfinderischer Mensch, der auch große Beiträge zur Wissenschaft geleistet hätte, wenn er nicht von einer radioaktiven Spinne gebissen worden wäre. Hätte. Natürlich. Hätte meine Mutter mir damals keine Konsole geschenkt, dann hätte ich vielleicht Freunde. Mama? Wieso? Sprung, Schlag, Tritt, Netzfalle, Sprung, Schlag, Sprung, Tritt, Packen, Packen und Schlagen, Packen und Tritt. Spielen wir das Spiel. Die CD sollte vielleicht nicht kaputt gehen. Ich hab meine Handschuhe gar nicht aufgehoben. Leute, das ist genau die Scheiße, die ich bei einem Spider-Man-Spiel hören will. Nicht irgendeine orchestrale Scheiße. Das Lied ist eigentlich echt kacke. Leicht, normal, schwer. Kinderspiel! Kinderspiel! Das ist der Modus, den wir definitiv nicht wollen. Wir wollen die volle Spider-Man-Action. Wir wollen eins mit Spider-Man sein. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Ich mach das schon, Spidey. Vertrau mir. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Hilfe. Technologie ist das Licht, das die Dunkelheit vertreibt, wenn sich die Menschheit zu einer einzigen Wahrheit bekennt. Der Wahrheit des technischen Fortschritts und der Wissenschaft sind wir nicht mehr aufzuhalten. Wisst ihr, was mein Problem mit diesem ganzen Superhelden-Scheiß ist? Dass sowas immer durchgeht. Ich meine, da steht ein zwielichtiger Typ auf der Bühne, der sich selbst Dr. Octavius nennt. Und dann sich auch noch selbst mit solchen Bannern promotet. Und alle Menschen direkt, dem Mann vertraue ich, dem gebe ich mein ganzes Geld. Ich würde mir sogar einen Chip in mein Gehirn transportieren lassen. Ich würde mein Kind ins Feuer werfen. Und der Einzige, der es natürlich direkt durchschaut, ist unser toller Superheld, Spider-Man. Bullshit! Nett gesagt, Octavius. Wenn diese Vorstandsmitglieder dich so gut kennen würden wie ich, würden sie nicht so laut klatschen. Vorstandsmitglieder? Das sind also sogar gebildete Menschen?
Spider-Man. Bullshit! Checkpoint 1, wie ist Ihre Position? Hinter dir! Oh. 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 Wer wagt es? Zeig dich, Feigling! Wer wagt es? Zeig dich, Feigling! Stell dich einem ebenbürtigen Gegner! Spider-Man! Also die Leute, die sind komplett verloren. Alle gemeinsam, der ganze Saal im Chor. Spider-Man! Oh Mann, ich glaube! Die Synchro ist super. Hey, soweit ich weiß, bin ich Spider-Man. Okay, das ist ein Saal voller Vollidioten. Wir können sie nicht mehr als Menschen betiteln. Jedenfalls sind die alle in Panik, weil irgendein Spider-Man-Fake auf der Bühne die Party sprengt. Aber in der Menge steht der echte Spider-Man und seine Reaktion darauf ist: Ey, soweit ich weiß, bin ich Spider-Man. Ja, Cloud! Octavius Apparat! Oh nein, er hat mich gesehen! Meine Kamera! Nein! Meine Kindheit! Eines der wenigen Dinge, an die ich mich erinnern kann bei diesem Spiel, war, dass man nicht von den Häusern runter konnte. Und ich habe mich immer gewundert, was ist das für ein Bullshit? Wieso kann ich denn in Spielen wie zum Beispiel Spider-Man 2 runter von den Gebäuden, aber in dem ersten Spider-Man nicht? Aber jetzt, wo ich die Cutscene sehe, erinnere ich mich daran. Die Frage ist jedoch, die ich mir gerade da stelle: Diese Geschichte wirklich so passiert oder war es einfach nur ein fauler Akt der Entwickler? Ihr Jonathan Frakes. Willkommen Fans und Neulinge! Wieder einmal finden wir unseren Helden Peter Parker, weltweit besser bekannt als der sensationelle Spider-Man, in einem Haufen Probleme vor. Aber das ist erst der Anfang, Spidey-Fans. Was passiert hier eigentlich gerade? Stellt euch schon mal auf einen echten Superhelden-Action-Thriller ein. Action-Thriller. Kann er bitte aufhören? Hey, Spider-Man. Alter, diese Animation. Jonathan, ich glaube, ich habe den Fall aufgelöst. Hey, Spider-Man. Hey, Black Cat, was ist los? Knackig. Wie ein Nacho. Ich weiß, du hast schon genug Ärger, aber die Bank wird ausgeraubt und sie haben Geiseln. Verwende den Spinnenkompass, um schnell zur Bank... Kann ich eigentlich auch irgendwann spielen? Ich sitze hier gefühlt seit einer halben Stunde und warte... Ich darf keine Zeit verlieren. Dann lass mich doch endlich spielen! Meine Augen! Was gibt's, Cat? Nein! Okay, Leute, jetzt geht der Action-Thriller los. Cool. Aber hey, Spider-Man kann nicht nur mit seinen Fäusten und Füßen kämpfen. Cool. Adler 1 an Tower 1033 gestartet. Wenn dieser Maskeraden-Heini hier auftaucht, ist er so gut wie tot. Maskeraden-Heini? Autsch, das ging mitten ins Herz. Das Herz ist auf der Seite, du Vollidiot. Die Jungs machen ernst. Pass auf, Spidey. Ich habe gesehen, wie bewaffnete Bankräuber aus dem Hubschrauber aufs Dach der Bank gesprungen sind. Tolle Aufmunterung, Cat. Was für Aufmunterung? Das hat gar keinen Sinn ergeben. Hey. Sie bröckelt. Ich hoffe, die Geiseln sind noch alle okay. Die Geiseln sind noch alle okay. Die Geiseln sind noch alle okay. Jonathan? Fun Fact: Wenn du beim Speichern nicht deinen Namen gibst, sondern ein böses Wort, wird Spinnenmann dein Hintern versohlen und dir Hausarrest geben. Und jetzt mach endlich deine Hausaufgaben, du ungezogen Fun Fact. Hoffe, es hat keiner was dagegen, wenn ich was einzahle. Versteht ihr? Weil er gerade in eine Bank einbricht.
Ich versuche zu lachen. Es kommt einfach nicht raus. Es geht nicht. Sie wollen sich mit uns anlegen. Macht die Bombe scharf und macht die Geiseln fertig. Oh shit, es wird ernst. 2 Minuten Zeitlimit. Wir nehmen diese riesige Bombe und legen sie in den riesigen... Nicht werfen! Never say my songs on the stage on my own. Never said my words, wishing they would be heard. I saw his mind in me. Halt's Maul und ruf die Polizei! Scorpion ist hier, du musst... Lass ihn in Ruhe, du Komiker! Oh, Komiker! Raus hier, Netzdepp! Oh, Netzdepp! Was ein spannendes Wortgefecht! Gameplay. Ich weiß nicht, was du bezwecken willst, wenn du mir das Leben rettest, aber daraus wird nichts. Oh, du bist zu schlau für mich, JJ. Entweder ist Spider-Man zu schlau für mich, oder die Antwort hat gar keinen Sinn ergeben. Da ist der Officers. Auf sein Konto geht der Überfall auf die Science Expo. Erschießen Sie ihn doch jetzt. JJ, ich streich dich aus meinem Testament. Im Ernst. Spider-Man, ich kann einfach nicht glauben, dass du den Überfall durchgezogen hast, aber ich muss sicher gehen. Daredevil, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Erzähl mir, wie du es siehst. Ich erkenne, ob du lügst. Woher soll ich wissen, dass du der echte Daredevil bist? Was? Oh, ist das dumm. Einfach komplett random. Wenn ihr nicht irgendjemand auf irgendwas konfrontiert und mit mir anfangen will zu diskutieren, sage ich einfach, woher weiß ich, dass du eigentlich der echte bist? Diskussion gewonnen. Jo, das Verfolgungslevel, das kenne ich noch, das war super. Oh. Ja, genau. Oh. Mein Gott. Hallo? Was ist das für eine Scheiße? Treffer, wir haben den Übertragungsraum gerammt. Ich bin aus dem Rennen, ich muss sofort landen. Hey, und wer soll das bezahlen? Mein Spinnensinn klingelt. Keinen Schritt weiter oder mein Netz klatscht dich an die Wand. Ich habe schon romantischere Angebote bekommen. Ja, zum Beispiel... Eieieiei! Darf ich meinen Tipp auf deine Nachos verteilen? Oh nein! Der Venom-Marathon geht weiter auf den größten Bildschirm in New York. Wir grüßen den ganzen fauligen Big Apple, Leute! Das Schlimmste ist, dass er dafür wohl seine eigene Talkshow bekommt. Hier haben wir einen wunderschönen Rotschopf. Man kennt sie. Sie ist eine Berühmtheit. Wir haben beschlossen, dass das arme kleine Ding keine 24 Stunden mehr zu leben hat. 24 Stunden! Ach ja, übrigens, ihr Name ist Mary Jane Hacker. Nein, nicht Mary Jane! Nein, nicht Mary Jane! Spider-Man zu sein hat mir viel gegeben und viel genommen. Aber eines ändert sich nie. Die Verantwortung, die ich habe, meine Kräfte zuerst für andere einzusetzen, koste es, was es wolle. Ich bin angewidert. Und nass. Bleibt die Frage, wo steckt Reno? Gameplay. Das ist ein Job für Peter Parker, nicht für Spider-Man. Hey, warte, Cat, ich bin's, Peter! Peter, du musst mir helfen. Das sind keine echten Sanitäter. Ernsthaft? Okay, an dieser Stelle, um euch das Leid zu ersparen, machen wir einen Schnelldurchlauf. Du wirst Venom finden. Aber wie? Was für ein Waschlappen! Gameplay. Wo bist du? Bist du bescheuert, ne? Du bist heiß, Baby. Wo bist du? Peter, stell das Wasser ab, leg den Schalter um. Ich ertrinke. Stell das Wasser ab, ich ertrinke. Peter, stell das Wasser ab. Das Wasser steigt wieder. Ich ertrinke. Das war ein falscher Spider-Man auf der Bühne. Du hast recht, Parker. Tut uns leid. Sie haben Symbioten. Hey, der Betrüger, komm zurück. Seit Jahrzehnten will ich dir schon das Maul stopfen. Ich werde diese Menschen, die Invasion des Idioten...
kann niemand aufhalten! Vielleicht können wir Freunde werden. Verdammt, der hat mich gesehen. Aber wieso? Ich habe ihn verloren. Die Linse ist kaputt. Attacke! Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wenn ich recht lese, dann macht es bumm. Wie auch immer, es hat funktioniert. Geh und hol Hilfe, Kat. Ich suche inzwischen den Drahtzieher. Geschafft. Ich komme wieder. Hä? Doc Ock? Eine perfekte Weltordnung. Wer meine Vision nicht teilt, wird von ihr zerschmettert. Apropos. Lass es uns zu Ende bringen, Spider-Man. Doc Ock? Du wirst die Barriere niemals überwinden, Spider-Man. Er hat recht. Nein! Ich bin besiegt! Doc Ock? Ich frage mich, wie es Venom geht. Netter Versuch! Netter Versuch! Netter Versuch! Lass es aufhören! Du bist der geborene Verlierer, Cletus Cassidy. Keiner kann die Symbioten kontrollieren. Durchatmen, Spidey. Es ist vorbei. Hier geht gleich alles hoch. Kannst du mir ein Autogramm von Captain America besorgen? Oh Mann! Das war Spider-Man für die PlayStation. Ist das Spiel scheiße? Vielleicht! Habe ich damit meine positiven Erinnerungen aus der Kindheit zerstört? Vielleicht! Ist dieses alte Spiel besser als das neue Spider-Man? Ich habe keine Ahnung, aber wenn das neue Spider-Man auf dem Niveau ist oder schlechter, dann verstehe ich die Menschheit nicht mehr. Es ist auf jeden Fall nicht gut gealtert, weil die Steuerung ist ziemlich klobig. Spider-Man ist alles andere als der super coole, flinke Typ. Er ist ein Vollidiot. Und flink ist er auch nicht. Die geben dir 10.000 Moves und 10.000 Möglichkeiten, in einen Kampf zu gehen. Aber egal, welche Möglichkeit du nimmst, dadurch, dass Spider-Man so fucking klobig und langsam ist, kannst du eigentlich im späteren Spielverlauf keine Kämpfe bestreiten oder dabei selbst Schaden zu nehmen, weil mitten in deiner Combo blocken geht nicht. Mitten in deiner Combo ausweichen geht nicht. Also kam ich irgendwann zu dem Punkt in dem Spiel, wo ich mir dachte, fuck it, ich werde jetzt keine Gegner mehr töten. Die bringen mich alle nur um, weil das Spiel nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also bin ich ganz hinten vor den Gegnern weggelaufen und habe einfach die Level runtergespielt. Spaß ist was anderes, aber ich hab's durch. Die Sache ist, wie man das vielleicht kennt von allen Spielen, wenn man sie wieder seit sehr, sehr langer Zeit einsteckt, dann stellt man fest, okay, das Spiel ist gar nicht mehr so gut. Es ist nicht mehr spielbar. Es ist nicht gut gealtert. Aber es hat noch seinen Charme. Bei diesem Spiel jedoch fehlt sowas wie Charme. Die Musik ist fucking nervig. Gefühlt gibt es nur zwei Tracks, die auch komplett Katastrophe sind. 10 Minuten lang. Und das, was eigentlich dann am Ende den Charme komplett killt, sind die Synchronstimmen. Die Grenzen an Körperverletzungen. Aua. Wobei man sagen muss, auch mit einem guten Synchronsprecher für Spider-Man wäre das Spiel nicht gerettet. Weil der Synchronsprecher liest dir auch nur das vor, was man ihm gibt. Und das Geschriebene ist schon komplett Müll. Es kommen Dinge vor wie das hier. Die Hitze wär's nicht, aber es ist so schwül. Ich mag das vom Beton tröpfelnde Wasser. Wo ist die Pointe? Wo ist der Ritz? Was ist das für ein random, unnötiger Fact? Und maximal peinlich wird es, wenn Spider-Man das tut. And it burns, burns, burns like Ring of Fire. Autsch. Ja, und das war Spider-Man für die PlayStation 1. Ich möchte nochmal eine Stelle aus diesem Video zitieren. Meine Kindheit. Sie bröckelt. Tschüss! Langsam, langsam. Nochmal von vorne. Ihr habt also alle zusammengearbeitet und habt Spider-Man trotzdem nicht besiegt? Das war nicht meine Schuld. Doch Ops Plan war schlecht. Jeder weiß, dass man Symbioten nicht kontrollieren kann. Wartet, ich bin also ein Nashorn. Du ein Skorpion, eher eine Krake. Aber was soll ein Mysterio sein? Was ist Rhino? Hast du Dreier? Ah, hey! Ich hab gewonnen! Ihr Jungs haltet euch für besonders clever, aber ich habe gewonnen! Geh zu Papa Doc Ock! Der Sieg ist mein! Immer lacht ihr mich aus, aber wer heult jetzt? Ah!
Oh, wartet, ich hab mich verrechnet. Mir wird heiß. Nein!